Skoda schließt mit dem Rapid die Lücke zwischen dem Octavia und dem Fabia. Mit dem Fünftürer zielt der tschechische Autobauer speziell auf Familien, die ein praktisches Auto suchen, das trotzdem auch optisch begeistern kann. Sein Design baut auf klaren Formen und Linien auf und verzichtet auf modischen Schnickschnack. So wirkt der Rapid nicht nur modern und elegant, sondern auch in einigen Jahren noch zeitlos. Dank des großen Radstandes und der etwas angehobenen Dachlinie wirkt der Fahrgastraum großzügig. Auf der Rücksitzbank gibt es auch keine Platznot, wenn der Vordermann seinen Sitz weit nach hinten schiebt. Die Verarbeitung ist gut und die Materialien wirken robust und strapazierfähig. Das ist neben vielen Ablagefächern ein weiterer Punkt, der für die anvisierten Kunden wichtig sein dürfte. Dieses Auto ist natürlich ideal für Familien geeignet, ob sie nun jung sind oder schon etwas älter. In diesem Kofferraum mit 550 Liter, da packen Sie jeden Kinderwagen hinein. Die Kinder haben eine tolle Aussicht hinten auf den Sitzen mit Sicherheitsausstattung, wie es in dieser Klasse noch nicht gegeben hat, mit den modernsten Motoren. Ein Auto richtig für Familien zugeschnitten und das nicht nur für Zentraleuropa, Osteuropa, sondern für Westeuropa und für die gesamte Welt. Wir werden das Auto in China lokalisieren, in Indien ist es schon lokalisiert. Wir werden es wahrscheinlich nach Russland bringen und in Europa. Also ein richtiges Auto für die Welt. Skoda hat den Rapid als Weltauto geplant. In China hat die Marke bei den ersten Messeauftritten viele zukünftige Kunden mit dem Design der Autos begeistern können. Dass der Rapid zudem günstiger als viele Mitbewerber sein wird, lässt die Vermutung zu, dass er sich weltweit gut verkaufen dürfte. In Deutschland beginnt die Familienlimousine bei rund 14.000 Euro. Trotzdem gibt es für die Käufer die Möglichkeit, ihren Rapid mit allerlei Sonderausstattungen so auszustatten, dass ihn durchaus ein Hauch von Oberklasse durchzieht. Die Motorenpalette reicht von 75 bis 122 PS. Der Skoda Rapid dürfte sich im stetig wachsenden Kompaktlimousinensegment ein großes Stück vom Kuchen sichern können. Er ist eine gute Alternative zum Hyundai i30, Kia Ceed oder dem Chevrolet Cruze.